heißt, ich komme nicht drum rum. Ich gehe noch mal in die Höhle und hol mein Zeug. Trotz Creeper Party. Das war jetzt wirklich, also das war ein Fail. Ich bin runtergefallen und war schon fast tot und dann sind da irgendwie 4, 5 Creeper. Oh, wow. Noch ein Loch. Oh nein. Oh, leck mich. Ich hab immerhin schon mal. Haben die mich wirklich da runtergeschubst? Olli! Offensichtlich ja. Okay, dann wehren wir uns einfach mal gegen diese Creeper mit der Hand. Nein! Ich hab schon. Ich brate die eins mit der. Mit einem Stück Eisen, mit der Axt über. Hm? Oh, da bist du. Da oben sind meine Fackeln. Das ist. Nee. Nee. Ich versteck mich mal hier irgendwo und baue mich mal ein bisschen ein. Okay, 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 okay. Kurze Remission der Lage. Ich bin in eine Höhle gefallen, habe ein paar Werkzeuge, eine Holzspitzhacke, ein bisschen Eisen, 8 Fackeln, ein Pfeil. Das heißt, ich habe hier irgendwo auch noch mein restliches Zeug. Oh, Spinnen. Toll. Oh, Welt, warum tust du mir das an? Und wo ist dieses Skelett hin? Hallo? Oh, komm schon. Ich wollte doch nur ein bisschen Gravel. Und da geht's nochmal weiter runter. Oh, Spinne! Töte dich mit meiner Kriegsaxt. Das geht sogar. Sehr schön. Oh, ein Zombie. Also, ich kann mich... Ja, ich glaube, es bringt genauso viel, wenn ich mich einfach mit einem Stück Eisen auf den Zombie einprügel. Der hat immerhin was zu essen dabei. Nichts besonders Gesundes, aber was zu essen. Hier geht's weiter nach oben. Okay, also bis hierhin kommen wir schon mal. Ich bin ziemlich hinüber. Das heißt, ich werde jetzt erstmal gerade versuchen. Kann man Pilze roh essen? Nein! Selbstverständlich nicht! Naja. Alles andere ist dieser blöde Typ. Roh. Einfach so. Aber verdammte Pilze, die man sozusagen tatsächlich roh essen könnte. Die natürlich nicht. Nie! Oh, leck mich. Okay. Wollt ihr mich verarschen? Vom Regen in die Traufe, oder wie soll ich das jetzt verstehen? Ihr blöden Wichser. Ich will jetzt irgendwie versuchen. Komm her, Zombie. Ich mach dich alle. Verschwinde aus meinem Vorgarten. Okay. Okay, okay. So weit, so gut. Wir haben Sticks. Ich bin kurz vorm Verhungern. Ich habe ein bisschen vergammeltes Fleisch dabei. Wow. Wow. Just wow. Ich
kein Feuerholz. Doch, habe ich. Feuerholz habe ich, gut. Kann man das braten? Nein, also nicht. Nee. Da ist ein Skelett. Okay, ich werde dann also einfach mal provokativ warten, bis... Hier... Ah, ich kann mir auch... okay. Ich werde nicht provokativ warten, sondern mir einfach ein Bett bauen. Okay. Das stelle ich mal so hier hinten. Ist ein bisschen eng hier drin, aber in Ordnung geht das eigentlich. Und da sieht man ihn auch schon abbrennen. Valhalla! Vielleicht doch nicht. Ich spawn. Ah, leck mich. Bitte lass mich jetzt in meinem Haus auch wirklich spawnen. Und nicht irgendwo anders. Warum braucht er so lange fürs Zeug? Okay. Okay, gut. Ich bin in meinem Haus gespawnt. Sehr schön. Hab auch mein ganzes Zeug wieder, weil es ja direkt vor dem Haus liegt. Hab wieder volle Leben und ja. Im Prinzip lief das jetzt gerade gar nicht mal so schlecht. Da hinten ist noch eine Spinne. Die werde ich jetzt einfach mal ignorieren, weil die tut ja nichts. Ja, du tust nichts, ne? Ja. Oh. Wo kommst du denn her? Muss nicht die Spinne angreifen. Das kann ich gerade nicht gebrauchen. Ah. Jetzt stirb schon. Ich weiß, ich schlag dich mit einem Pfeil, aber trotzdem. Wenn man mich so oft mit einem spitzen Pfeil schlagen würde. Na, okay, nein. Ich glaube, ganz so empfindlich bin ich mir doch nicht. Aber der hält sich schon echt hartnäckig. Komm. Komm. Jetzt mach schon Abflug. Brat dir dann eins mit dem Knochen über, wenn es sein muss. Oder mit einer Fackel, das tut bestimmt auch weh. Oder mit einem Stück verrosten. Verrostet. Ah. Okay, das Fleisch muss ziemlich stinken, wenn er so draufgegangen ist. Ja, oh. Und jetzt sehe ich, da oben ist Gravel. Das war nicht zu wenig. Das heißt, ich werde hier jetzt einfach ein bisschen was Gravel rausholen. In der Hoffnung, habe ich meine Schaufel. Ja, ich habe meine Schaufel sogar noch, dann geht es noch ein bisschen schneller. Ja, und es war natürlich nicht ein Ding dabei, was ich brauchte. Das heißt, ich werde jetzt keinen Trick benutzen. Und zwar immer wieder neuen Gravel platzieren. Was machst du hier? Alter! Ganz... Ah, da ist er auch schon. Okay. Wir brauchen ja jetzt gar nicht. Das heißt, wir gehen jetzt zurück. Zu unserem Haus, das übrigens immer mehr überwuchert. Was ich eigentlich ganz cool finde. Also ihr seht, es wird immer mehr. Irgendwann wird das ganze Haus komplett... Pflanzen überwuchert sein. Holen uns gerade noch hier aus dem Ofen ein bisschen Axt. Moment, wir holen was? Wir holen uns aus dem Ofen ein bisschen Axt. Nein, wir holen uns aus dem Ofen ein bisschen Eisen und basteln uns ein Feuerzeug, mit dem wir jetzt einfach mal Wumms. Jo. Das nenne ich mal ein Loch, ne? Das ging jetzt auch ein bisschen schneller, als wenn man es mit der Hand gebuddelt hätte.
die Rohstoffe gehören auch alle uns. Und das Schöne ist, ja, ich glaube, es ahnen schon ein paar. Unten im Inventar sieht man es auch schon. Ich habe schon wieder 9 davon. Das heißt, ich kann schon wieder ein bisschen. Ich habe keinen Sand. Oh lol. Ah, scheiße, ich habe keinen Sand mehr. Okay, ich hole mir noch ein bisschen Sand und dann kann ich schon wieder ein neues Pack TNT bauen. Das sind jetzt 5, das reicht sogar. Ja. Und die Sprengung weiter vorantreiben. Was ich eigentlich ganz gut finde. So. Nee, Quatsch. So. Und jetzt Gunpowder jeweils dazwischen. Dann haben wir mehr TNT. Wow. Und ein weiteres TNT brauchen wir jetzt noch. Und dann können wir auch schon wieder ein neues TNT bauen. Also, nein. Ram. Ein weiteres Gunpowder brauchen wir noch, dann können wir ein weiteres TNT basteln. Und ich überlege gerade, wie ich jetzt am schnellsten hier rauskomme. Und bumm. Das hat jetzt nicht mehr ganz so viel gebracht. Weil gegen Stein ist es nicht mehr so effektiv. Was ist denn das? Nee, ist einfach nur Sprengung. Okay. Das heißt, wir werden in Zukunft noch ein bisschen mehr TNT brauchen. Aber wir werden uns langsam aber sicher Bottom of the World vorarbeiten. Ja. Und mit dieser epischen Explosion von gerade verabschiede ich mich dann auch. Verabschiede ich mich dann auch erst einmal. Mein Name ist Raketenkugelwehr. Ich hoffe, das Let's Play hat euch bis hierhin gefallen. Wenn ja, dann bitte kommentieren, abonnieren und gut bewerten, wenn ihr Lust dazu habt.